Okay, bin ich wirklich bereit dafür? Okay, dann mal los. Riley hat mir von deinen Plänen, die Stadt zu verlassen, erzählt. Unschuldige wollen nicht einfach verschwinden. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Nein! Da draußen sind Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Weißt du, hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt.
wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon... Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Ryan. Ich verdanke dir mein Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager.
Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Ich vergebe dir. Selbstverständlich. Du bist nicht allein. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Okay. Denk an etwas, das dich so wütend macht, dass du einfach schreien willst. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das vergeudete Potenzial. Du bist wütend für mich, für Ethan, für Charlotte, für jeden, dem eine Zukunft mit Gabe einfach so gestohlen wurde. Oh, ich wünschte, du hättest dort sein können. Mit niemand anderem hat Rumhängen so viel Spaß gemacht. Mann, das eine Mal... Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Muss eine schöne Erinnerung sein, ob ich das irgendwie zusammensetzen kann?
Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanadagans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanadagänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Also, ich glaube, ich habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen. Sie erscheinen mir wie eine Aura, und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Ich hab's niemandem erzählt. Bis jetzt. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Na dann. Partner. Gehen wir es an. Sie sind unberechenbar, Chen, aber bringen Resultate.
Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Ich lieb Gabe.